Hallo, liebe Freunde des guten Gameplays, ich bin's, euer Alex Botes und geil, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Weaven's Cry. Ja, was ist passiert? Eigentlich nicht mehr viel, wir sind gerade dabei, die Nonne an Land zu bringen. Natürlich hatten wir vorher noch Sex mit dieser guten Dame oder vielleicht auch nicht. Ich meine, sein Gesicht sah nicht gerade glücklich nach dem Kultus aus. Und kaum bin ich an Deck, gerate ich schon in einer Seeschlacht. Leider bin ich noch gerade unterwegs mit meiner kleinen Jolle, aber das wird sich im nächsten Hafen erledigen. Ich glaube, jetzt ist es soweit und ich werde endlich ein größeres Schiff bekommen. Ja, ich würde mal sagen, dann starten wir auch gleich hier in die Seeschlacht ein. Und bevor wir richtig in die Schlacht eintreten, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt Feuer frei! Ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Bist du jetzt Freund oder Feind? Ja, das war doch ein schöner Treffer. Komm, Feuer, Feuer, schieß! Ja, hab ich getroffen? Jo, das sieht doch gut aus. Komm, Jungs, bleibt standhaft! Seid ihr Weicheier oder was? Komm, Feuer! Seid ihr Schuchteln? Ja! Ich will nicht langsamer werden, ich will jetzt weiter. Genau. Schneller. Und guck mal, das Schiff, das geht einfach wie ein Stein geradewegs nach unten. Ja, kann mal jemand das Feuer da auspusten? Ich will nach Bridgetown. Oh, jetzt kommt da noch ein. Da kommt eine Fregatte und eine... Jungs. Das ist das erste Mal, dass ich mich mit einer Fregatte anlegen soll. Ja, echt hier. Hör, hör, hör. Feuer! Feuer! Echt? Ey, Alter! Ich will jetzt weiter. Oh, fuck. Ja, Wumm und Weiber hier für alles. Ich will hier erstmal überleben. Der schießt ins Leere. Segel doch vor dem Wind. Alter. Sie schlägt ein. Bewegt euch nicht von der Stelle. Komm, Junge. Beeil dich. Wir haben sie gleich. Wir sind auf der Flucht, falls du das noch nicht gemerkt hast, weil wir tierisch einen auf den Arsch kriegen. Nicht aufgeben, Männer. Echt? Festhalten. Guck dir das doch mal an, ich bin doch hier voll am Brennen. Nee, andere Richtung. Ja. Oh, fuck, ey. Genau, verdammte Sackratten. Beeil dich doch mal. Ja, wir haben gleich nichts mehr. Genau, seid standhaft. Wir haben kaum noch Segel. Aber wir scheinen uns zu entfernen. Zumindest bleibt die stehen. Oh. Die wollen meine Segel zerbomben, die Arschlöcher. Das geht doch überhaupt nicht. Setz dich mal richtig vor dem Segel. Alter. Komm, beeil dich. Ah! War da nicht meine Nonne drin?
Ja komm, das Schiff, das steht doch jetzt. Jetzt gib doch mal Gas, Junge. Weg, 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 weg. Schön ausgerückt. Au, nee, das Segel, das ging rein. Los, entferne dich doch endlich. Was für eine Reichweite hat denn so eine Fregatte? Es kommt schon an. Boah, endlich, gut. Sorry, dass das so lange dauert. Ich wusste ja nicht, dass da noch eine Sexszene kommt. Oder Szene, wo er nicht... Ja, also, wo er wohl keinen hochgekriegt hat. Ich ruf dich an. Das war's also? Wir gehen getrennte Wege? Ja, so sehr ich weibliche Gesellschaft an Deck zu schätzen weiß. Und das war's doch, was du wolltest. Vermutlich passt ein schwarzer Vogel ohnehin besser zu jemand wie dir. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen, dass du mich nicht hast über Bord werfen lassen, nachdem der Orden nicht bezahlt hat. Vermutlich hat der Abt gleich gemerkt, was für eine Art Mensch er vor sich hat. Jetzt zickt die Alte rum. Du hast mir die Zeit an Bord versüßt. Also mach dir keine Gedanken wegen des Lösegeldes. Dann war ich also so etwas wie ein Zeitvertreib für dich? Und was erwartest du, Charlotte? Ach, ich will nicht mit dir streiten. Aber sei lieber vorsichtig mit dem Abt. Dieser Ogren hat mir nicht gefallen. Wie überaus fürsorglich von dir. Nee, das ist noch nicht mein nächster Stopp. Was für ein Tag. Nee, dann mach's gut. Kann man nochmal mit dir reden? Komm mit. Komm mit. So redet man mit einer Frau. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja? Komm mit. Und wo soll die mitkommen? Die soll mitkommen an Bord. Hier ist ein Punkt. Der rennt weg. Bleib da stehen. Rede mit mir. Hallo. Warum redest du nicht mit mir? Oh. Screw you. Ja, da ist meine rote Schickse wieder. Mal gucken, ob die auch schwimmen kann. Hey. Ach, die kann da nicht drüber fallen, ne? Ja, jetzt. Hey, pass doch auf! Pass doch auf. Ja, pass mal auf. Entschuldigt. So, ja. Ach. Ich zeig dir gleich hier, pass mal auf, du. Was für ein anstrengender Tag. Ich will dich schwimmen sehen. Halt. Da ist sie jetzt selber ins Wasser gesprungen. Also machen wir mal weiter hier. Und zur nächsten Insel zu kommen. Wir müssen nach St. George. Wir haben die gute Frau abgesetzt, nachdem wir noch mit ihr, ich vermute mal, einnehmlichen Sex hatten. Und hier gab es doch mal so einen Kapitän, der ein Schiff verkaufen wollte. Und den müssen wir ja mal eben kurz finden. Abgebrannter Kapitän. Da ist ein Händler und da ist ein Lancaster-Laden. Da ist der Schiffsbauer, da ist der Kräuterhändler. Da ist ein Burdock, da ist der Bordell. Wo ist denn hier eine Taverne? Ist hier keine Taverne? Na, rennen wir mal zum... Ich weiß nicht, was ein Bulldog ist. Keine Ahnung. Aber ich will jetzt mal gucken, was das neue Schiff kostet. Und wenn es zu viel ist, fange ich jetzt an gleich zu looten. Das werden wir dann aber überspringen. Hey, ihr da! Ihr fahrt bestimmt zur See, oder? Und wenn? Ich biete ein Schiff zum Verkauf, eine kleine Galeone. Warum wollt ihr sie verkaufen? Nun, es geht euch zwar nichts an, aber
Ich muss dringend deine Schuld begleichen und habe keine Zeit, das Geld anderweitig zu verdienen. So genau will ich's auch nicht wissen. Wie viel wollt ihr für das Schiff? Naja, es ist so etwa 10.000 wert. Ich habe keine Zeit für sowas. Wartet, wartet! Ihr bekommt es für 8.000. Gut. Behaltet euren Kahn. Ihr verschwendet meine Zeit. Vielleicht später. Ich bin wahrscheinlich noch eine Weile hier. Wenn sie mich in der Zwischenzeit nicht umlegen. So, 8.000 habe ich nicht. Ja, ich gucke nochmal nach, vorsichtshalber, bevor ich was Falsches behaupte. Nein, ich habe nur 4.000. Also werde ich jetzt erstmal looten. Also, bis später dann. Oder ich werde gleich sofort das dann wieder fortsetzen an der Stelle. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich mal eben kurz eine Stunde die, ja, gefühltermaßen die Bevölkerung um 90% in Butchtown reduziert. Das Video werde ich auch noch nach oben hochladen. Und jetzt kaufen wir mal das Schiff hier. So genau will ich es auch nicht wissen. Wie viel wollt ihr für das Schiff? Naja, es ist so etwa 10.000 wert. Ich habe keine Zeit für sowas. Wartet, wartet! Ihr bekommt es für 8.000. Gut, ich nehme es. Ja, jetzt habe ich doch endlich eine Galeone. So. Ja. Kannst du auch die Kanonen mit rübernehmen? Muss ich auch noch einiges am Upgraden machen hier. Ja, klar, kauf das Schiff. Jetzt egal. Guck mal, das ist mein Rabe. Okay, wir haben endlich ein größeres Schiff. Das wollen wir doch jetzt erstmal nochmal. Wo ist der Schiffmeister? Habe ich überhaupt jetzt noch Geld? Oh, das ist aber wenig. Ich hoffe, er hat das Proviant mitgenommen. Toll, ey. Für meine Scholle habe ich nur noch 300. Wie viel Kohle ich da reingesteckt habe? Und da habe ich nur 300. Hier sieht man noch die ganzen Leichen, die ich hinterlassen habe. Oh, hier läuft kaum noch einer rum. Ich verkaufe den mal noch mal ein bisschen. Oh, das ist ja schon mal was Größeres. Hier findet das Herz alles, was es begehrt. Mal sehen. Aber mit größtem Ver... Ja, ich will dir doch nur was verkaufen. $180. Ach, ich brauche sowas nicht. Stärkungstrank. Darf ich mich einfach nicht umbringen lassen? Wo jeder Cent zählt. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, noch mal eine Stunde rumzuluden. Aber jetzt will ich mir erstmal mein Schiff angucken. Automatische Speicherung, das ist doch wunderbar. Da ist mein Schiff. Da hinten. Das große. Ja. Das große, nicht diese Scholle da. Ah. Nee, naja, plumps ich doch. Das will ich ja auch nicht. Komm, komm rüber. Dieser verdammte Drecksack. Wer? So, die Nonne kommt nicht mit, auch wenn ich es dir sage. Die soll mitkommen. Guck mal, niemand mehr auf dem Steg. Kommst du mit? Ja, jetzt gucke ich mal eben kurz im Inventar. Habe ich Proviant, Crew, Schiff. Ja, die Verpflegung hat er alles mitgenommen. Das ist doch gut. Und die Bomben auch. Das ist doch genial. Haha. Lass uns doch mal segeln. Ja, das ist so ein Schiff, du. Da habe ich auch wenigstens eine Kajüte drin. Ja.
St. John's. Ja, da fahren wir doch da mal hin. Endlich. Ja, an den ganzen Leuten vorbei. Und hoffen mal, dass wir dort einen anderen Hinweis kriegen. Oh, mein erster Kampf mit einer Galeone. Oh, süß. So sah ich aus bei den Gegnern. Ja, das üben wir nochmal, Jungs. Das ging aber voll daneben. Hier, nimm mal hier andere Muni. So. Komm rum. Ja, tiefer. Tiefer. Hört, Feuer. Habe ich sein Segel erwischt? Tiefer. Nee, nicht höher. Jetzt schießt, Feuer! Wo ist denn jetzt hier Feuer? Ja. Nee. Schrot. Muss ich euch Beine machen? Ja, Schrot, Feuer. Ladet die Kanonen oder muss ich es selbst machen? Bleibt doch stehen. Bewegt eure lahmen Ärsche. Sofort, Sir. So. Feuert. Aha, andere Seite, komm. Entern. Die Chance zum Entern stehen bei 75. Ja, will ich. Okay. Ich sehe nichts. Was passiert jetzt? Bleibt standhaft, Männer! Und ja, wenn's das Letzte ist, was ich tue. So, mach mal hier. Zeigt ihnen, was ihr drauf habt. Schieß doch mal. Ja, Jungs, durchhalten! Haha. Wie viel haben die denn noch? Nächster Versuch, komm, schieß. Schießen! Habt ihr ein paar Leute von denen erwischt? 28, 53, das sieht doch gut aus. Ja, macht mich stolz. Lad nach. Lad nach, Jungs. Ladet. Schneller, komm. Ja, guck, die haben jetzt nur noch 21. Oh. Bleibt standhaft, ihr Kanarien. Und wenn's das Letzte ist, was ich tue. Es lad nach, Jungs. Ja, dann geht rüber und macht sie platt. Komm, ihr seid doppelt so viel. Ihr müsst sie doch platt kriegen. Getötete 41, eigene Verwundete 4, eigene Verluste 36, zugefügter Schaden 40, erlittener Schaden 200. Ja, ich will keine Pause. Ah ja, wir haben gewonnen. So, haben die noch Leute? Ja, die nehmen wir auf. So, ich hab ja jetzt Ladekapazität. Ja, dann gib mir mal den Kaffee und die Baumwolle und das Ebenholz. Und weil wir, wenn wir schon mal dabei sind, Verpflegung, so viel wie geht. Ach, alles auswählen. Haha, ich habe ja jetzt ein bisschen Ladekapazität. Bestätigen. Schiff anzünden natürlich. So war doch gut. Ja, dann segeln wir mal weiter. Jo, kann mal jemand mein Schiff reparieren? Ja, gut. Ha, das macht doch jetzt Spaß mit so einem größeren Schiff. Da können wir auch endlich was aufnehmen. Oh. Verschiedene Güter an Bord zu nehmen, hat eine ganze Reihe Vorteile. Planken und Segeltuch erlauben Schiffs. Ja, jetzt.
Vielleicht sind wir uns an Jones in die Jacke gekommen. Mit einem größeren Schiff macht das auch gleich viel mehr Spaß. Mal gucken, was wir dem Herrn hier verkaufen können. Hallo? Bei mir findet ihr alles, was ihr braucht. Ich brauch nichts, ich will nur was loswerden. 1663 Reales. Mal gucken. Ich muss mal eben kurz auf die Karte gucken. Schiffsbauer. Ja, dann gehen wir doch mal zum Schiffsbauer, wenn der schon mal hier ist. Und dann gucken wir mal, was wir upgraden können für unser geiles, großes Schiff. Ich schätze, das Schiff müsste mal überholt werden. Ja, natürlich. Das ist nagelneu, das darf gar nicht überholt werden. Och doch. Ups. Ja, mach mal hier. Schon habe ich. Hier, Proviant brauche ich auch. Segeltuch. Aha, guck mal, ich habe hier noch eine richtige Ladekapazität. Upgrades. Erhöht die Stabilität der Hülle um 400. Erhöht Strapazierfähigkeit der Segel, wenn man für plus 2 Preis 400 Reales. Jo, mach mal. Erhöht Platz für die Crew plus 60. Ich habe doch schon 120 Mann. Erhöht Anzahl der Kanonen pro Seite plus 3, aber reduziert Ladekapazität um minus 12. Ladekapazität. Preis 1000 Reales. Auch 1000 Reales. Okay, aber das ist mir jetzt Schnuppe. Ich habe eh keinen. Sicher, dass sie. Nein. Segel ist gut. Okay, Schiff ist repariert. Ich brauche Kohle. Da ist eine Quest laut Minimap. Und dann wollen wir jetzt hier endlich mal weiter vorankommen in der Hauptstory. Hallo? No mercy, keine Gnade. Was machen die denn da? Machen die sich einen Tod-Anstar-Contest oder was? Wieso ist eigentlich meine Gesundheit so miserabel? Naja, ja. Jo, mit dem muss ich reden. Hallo, mein Freund. Lust auf einen Kampf? Für ich ein paar Münzen kannst du dabei sein. Ja klar, bin ich bereit. Versuch niemanden umzubringen. Obwohl, mir egal, solange du genug Geld für den Kampf hast. Ich bring niemanden um. Ich doch nicht. Ich bin noch die Friedwärts, stirb. Guck, aha, so schnell geht das. 40 Erfahrungspunkte. Das ist jetzt nicht gerade eine Herausforderung. So, krieg ich dafür jetzt Geld? Sind das deine besten Männer? Um das rauszufinden, wirst du wieder in den Ring steigen müssen. Ja, natürlich. Ich bin bereit für die nächste Runde. Lass dich nicht umbringen. Ha, das hatte ich jetzt nicht vor. Oh, du sollst auch ihn treffen, nicht mich. Uah, siehst du, das war's. Hey, lass mich dich doch mal in Ruhe plündern. Okay, er hat ihn nicht dabei. Hast kurz im Prozess mit ihm gemacht, das muss man dir lassen. Bist du bereit, gegen den amtierenden Champ anzutreten? Sein Name ist Razor Jack. Und er wird es dir nicht leicht machen. Das werden wir noch sehen. Aber warten wir noch. Was heißt wir? Du kriegst die Schläge. Ich bin nur der Kerl, der dir hinterher das Geld abnimmt. So, und jetzt kämpfe ich gegen den Champion. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, der sieht doch aus wie so ein spanischer Degenfechter. Ey, jetzt das schlägt ja zurück, die Sau. Ja, aua. Komm. Ja, wollt schon meinen hier. Aha, und ich hab sogar einen Ring geplündert. Jo, gesammelte Items. Das soll der Champion gewesen sein? Der besoffene Hure ist gefährlicher als er. Er war nur schlecht drauf. Hier ist dein Geld, hast du dir verdient. Jo, ihr habt 1500 Reales erhalten und 1500 Erfahrungspunkte. Das ist doch mal schön. Guck, und die machen sich hier. Ah, nee, die kämpfen wenigstens. Kann ich denn da irgendwie rein? Nee, ne? Schade, das ist doch schön gewesen. Der voll einmischen. Okay, dann
Gehen wir mal los, was gibt's hier denn noch zu entdecken? Ja, dann gehen wir noch mal zu der Wache dahin. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ach, warum muss ich denn schon wieder bei so einem schlechten Wetter dort landen? Aber ich habe ein größeres Schiff. Oh, guck mal, eine Kuh. Das wäre doch mal was hier. Das wäre genau die richtige Stelle für den Let's Player Anpu. Ja, der macht Let's Player. Der hat auch eine gestörte Persönlichkeit, so wie ich. Der könnte mir erzählen, was für eine Kuh das ist. Wie viel Milch die am Tag produziert. Ja, gestörte Persönlichkeiten. Ja, der denkt, der ist eine Kuh. Und der macht halt die Let's Plays aus der Sicht einer Kuh, ne? Beschwert sich daran, dass es nicht genügend Gras gibt zum Futtern da in den Games, die er spielt. Aber hier, da gibt's Gras und hier gibt's sogar eine Kuh. Muh. Ja, und ich wusste gar nicht, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt, das Wort Muh im Let's Play unterzubringen. Guck mal, warte, jetzt stirb. Haha, die Lauer. Warum brauchst du so lange? Der bringt auch gleich 250 Erfahrung. Ja! Der lebt ja immer noch. Aua! Da geht der auch noch zur Seite. Lündern. Noring. Ja, was ist mit dir? Was hast du? Ja, das ist doch schön. Gibt's hier noch Leute? Ja. Du bist. Juck, jetzt nehme ich dich. Oh, scheiße, der andere reagiert auch. Stirb. Ist ja schön, dass sie eigentlich gleichzeitig angreifen, sondern dass man schön jemanden alle hintereinander nehmen kann. Ja, das wäre ja auch sonst gemein, ne? Wenn alle gleichzeitig auf einen draufhauen. Guck erst nach, ob der Kollege ihn umbringt. Da war einer. Haha. Jetzt rennt der auch noch weg, die feige Ratte. Ja, du kleiner Glatzkopf, du. Aua. Wow. Ja, plünder doch mal. Da rennt die Sau weg. Mach mal hier nicht Escape, sondern hier, gib mir mal Berserker dran. Ja, nimm mal den. Notfalls hol ich ihn hier um. Das ist aber ein Berserker. Der ist ein bisschen größer. Was hat der denn da in der Hand? Ach, eine Laterne, die schwebt. Ups. Der ist ein bisschen größer als die anderen sonst. Dir mal diesen Bud Spencer an, wie der watscheln kann. Ich werde nicht mehr. Und die Laterne in der Hand. Ja, gut, dass er sitzt. Komm, du sollst zuschlagen und nicht geschlagen werden. Bud Spencer. Oh, 1500 Erfahrung. Ich werde nicht mehr. So, wen haben wir denn hier noch? Da war doch noch einer. Noch gleich zwei, aber ich nehme den mit dem Schwert zuerst. Oh, der hat sogar Geld. Haha. Der hat auch Geld. Ich verschwinde jetzt mal. Eben kurz. Der sticht da ins Gras. Hier, nee, nicht Gras. Das ist hier doch Zuckerrohr wahrscheinlich. Stirb! Lass mich jetzt erstmal in Ruhe plündern. Aua. Ich war am Plündern. Kein Respekt mehr, die Jugend von heute. Nicht. Rennt der weg. Der hat nix. Und jetzt lass mich mal in Ruhe plündern. Ah, der hat sogar einen Schatz. Ein Schatz. Komm, stirb. Boah. Ja. Das sieht schmerzhaft aus, wie der da liegt. Das wird ein Limbo-Test zu Contest mitmachen. So, vier ausgewählt.
Hol mir Rabe. Was hat der denn da Schönes? Komm, Rabe, komm zu Papa. Der hatte auch ne... Oh! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch nur mit dem Raben gespielt. Komm! Du lebst ja immer noch. Ja, ja. Oh. Plündern! Da ist auch noch einer. Machen sie alle jetzt hier. Wer weiß, wozu das gut ist. Die sehen nämlich nicht freundlich aus, die Jungs. Ja, komm. Plündern. Und den letzten. Ja. Ja, mach nicht daneben hauen. Du sollst ihn hauen. Du dürftest jetzt nichts mehr dabei haben, weil mein Rabe hat dich doch schon ausgenommen. Genau. Da ist noch eine Rabe. Habe ich jetzt nicht da genug oder was ist mit dir? Ja. Maybe the force with you. Du packst das besser weg. Nimm das weg. Willst du Ärger? Ja klar, deswegen bin ich doch hier. Die haben den meinen Rahmen, habt ihr verscheucht hier. Ihr habt euch nicht beklauen lassen. Guck mal, Bud Spencer will auch. Aber er kann nicht, weil er da... Weil da ein Bandbändchen ist. Oh, guck mal, er rennt ja schon sogar. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, was Spencer, du hast mich abgelenkt. Komm, Maxi. Boah, gut, dass du daneben gehst. Aua! Ja, komm, komm! Fuck you. Renn. Bugs Spencer hat einen guten Schlag drauf. Aber ihr ist lahmarschig. Komm, Dicker. Freut mir, Dicker. Hier bin ich. Hallo. Hallo, Dicker. Ja. Daneben. Ja, Bud Spencer. Ja, daneben. Und nochmal rumrennen. Tick die mal weg. Ja. Dicker. So, jetzt habe ich mich gehalten. Dicker, hä? Guck doch nicht so. Edgy Badge. Guck mal, Bud Spencer haben wir auch noch. Platt gemacht. Guck mal hier, haben wir Brad Pitt oder wer? Am Schild. Ja, da kommt das von hinten. Ist auch nicht mitgerechnet, ne? Guck mal, da ist auch noch so was Großes. Wow! Was hat der da? Und eine Handgranate in der Hand, cool! In der Hölle das tut ja nichts. Schmoren. Och, komm her. Aua. Jetzt stirb. Und dafür gibt es nur 100 Erfahrungspunkte? Für so einen Fettsack? Aber dafür hat er Geld dabei. Das hier ist Privatgelände. Zutritt verboten. Ich bin hier, um mit deinem Herrn zu sprechen. Meinem Herrn? Soll das heißen, du nennst mich einen Sklaven? Das ist mir doch scheißegal, ob du ein Sklave bist oder sein persönlicher Stiefellecker. Es ist mir egal, ob du sein Sklave bist oder sein persönlicher Stiefellecker. Du lässt mich jetzt hier durch. Wenn du keinen Ärger willst, verpisst du dich jetzt besser. Ich will immer Ärger. Geh einfach da rein und sag ihm, dass er Besuch hat. Hast du was an den Ohren? Zieh Leine oder ich mach dich fertig. Du Witzfigur.
Nur die Ruhe. Ich meinte deinen Boss. Ich habe eine Nachricht für ihn. Dann hast du sicher auch einen Termin. Nein, aber die Nachricht ist sehr wichtig. Ohne Termin kommst du hier nicht rein. Verschwinde! Mit dem Sturm kommen die Pocken. Hoffentlich zieht er woanders hin. Haltet ihn auf! Seit wann kommt er mit dem Sturm Pocken? Oh. Ja, hallo. Kann ich mit dir reden? Oder sollte ich mit dickem Baby reden? Scheiße. Ich glaube, ich sollte mit dickem Baby reden. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Wir sollten mit dem dicken Baby reden. Scheiße, passiert halt, wenn man die Philosophie vertritt, draufhauen, dann fragen. So bin ich halt. Okay. Da setzen wir dann auch in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ich schaffe die noch heute hochzuladen. Wenn nicht, ist es spätestens morgen draußen. Die Leute, die jetzt seit 3 Wochen dabei sind, haben vielleicht schon gemerkt, dass meine Stimme sich leicht verändert hat. Das liegt halt daran, dass ich jetzt 3 Wochen jeden Tag ein Let's Play produziert habe. Und das schlägt sich irgendwann auf die Stimme nieder. Trotzdem habe ich vor, Minimum jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich hoffe, dass meine Stimme sich daran gewöhnt. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt bezüglich der Stimme, beziehungsweise wie ich meine Stimme schonen kann, bitte immer her damit. Schickt mir Videolinks oder was auch immer. Weil ich hoffe, zum Glück ist es noch nicht schmerzhaft, aber ich glaube, es ist kurz davor. Also, wenn ich auf einmal nur noch Videos hochlade, ohne Kommentare, wisst ihr, wo es dran ist, nicht. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch gerne nochmal auf den, ja, auf den Let's Play-Kanal von Anpu hinweisen. Halt, eine zockende Kuh trifft man auch nicht alle Tage. Und ihr glaubt's nicht, wie häufig man Mu in einem Let's Play unterbringen kann, aber so, dass es auch noch witzig ist. Also, meine lieben Freunde, wie immer an dieser Stelle fordere ich euch auf, kommentiert fleißig, liked mein Video, das ist immer gut, schickt mir Kommentare, schickt mir Nachrichten, vergisst nicht den Klick auf Abonnieren, das wäre super geil. Und wie immer, abschließend sage ich, ich bin der Alex Botes, ich bin immer für euch da und schalt wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Zocken mit Leidenschaft. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socke.